Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Georg TV. Ich habe auf meinem Kanal zwei Videos über Luise hochgeladen, die relativ gut angekommen sind. Und ich habe mich sehr gefreut, dass viele Menschen auf diese Videos aufmerksam geworden sind. Das Thema Luise hat mich sehr mitgenommen, Freunde, denn sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ein kleines, junges Mädchen, das von zwei anderen kleinen Mädchen getötet wird. Die Täter sind minderjährig. Nicht nur das, sie sind sogar nicht strafmündig. Das heißt, man kann ihnen nichts antun, weil sie selber noch 11 und 12 Jahre alt sind. Oder 12 und 13. Krank. Eines dieser Täter hat sogar die Eltern von Luise angerufen und behauptet, Luise ist irgendwie noch nicht zu Hause oder ob alles passt oder dass sie irgendwo ist, obwohl sie selber bei der Tat dabei war. Das sind solche Geschichten, wo man sich denkt, was ist los mit diesen kleinen Kindern, die nicht wissen, was sie getan haben? Ja, sie wissen schon, was sie getan haben, aber sie tun so, als wäre alles so normal. Sie wollen alles so runterspielen. Ihr habt ein Mädchen umgebracht mit Messerstiche. Dieses Video ist das Abschiedsvideo von Luise. Natürlich nur auf dieser Welt. Wir werden sicherlich Luise noch im Himmel treffen. Was soll ich noch dazu sagen, Freunde? In der Schule haben sie eine Abschiedszeremonie gehalten. Sie haben Lieder gesungen für Luise und ich habe mir dann so ein Bild angesehen, wo der Sarg von Luise stand mit vielen Blumen. Und ich dachte mir, dieser Anblick ist für die Eltern so schmerzhaft. Ich will nicht wissen, wie sehr die Eltern bei der ganzen Sache leiden. Und auch natürlich die engen Freunde von Luise. Obwohl zwei enge Freunde von Luise auch Luise umgebracht haben. Ja, nee. Was soll ich noch dazu sagen? Aber ich will eines sagen, dieser Anblick zu diesem Sarg, wo Luise drinnen ist, ist ein sehr schmerzhafter Anblick. Die Eltern wollten sicher, dass Luise noch älter wird, ihre Träume verwirklicht, vielleicht eine Familie gründet und dann stirbt sie mit 12, 13 Jahren. Und ich sage es nochmals, es gibt keinen Grund auf dieser Welt, jemanden zu töten. Es gibt keinen Grund, ihr könnt mir alles sagen, was ihr wollt, aber es gibt keinen Grund, jemanden zu töten. Du kannst Menschen aus dem Weg gehen, wie du willst, aber töten, du hast das Recht nicht dazu. Wer bist du? Das ist wie gesagt das Abschiedsvideo. Mein Beileid nochmal an die Familienangehörigen. Die besten Menschen gehen zuerst. Ja, das war's. Peace.